willkommen zu meinem ersten Favoritenvideo. Ich habe mir überlegt, da Favoriten immer ziemlich gut bei euch ankommen, versuche ich das Ganze auch einfach mal. Ich habe einfach mal meine Favoriten aus den letzten Monaten zusammengestellt und zeige euch die heute. Viel Spaß! Zuerst fangen wir mit dieser Kette an, und zwar habe ich die vom Weihnachtsmarkt. Das ist so eine kleine Uhr, die kann man auch aufmachen und die funktioniert natürlich auch richtig. Und ich finde die super hübsch. Ich trage die eigentlich fast immer, wenn es irgendwie zum Outfit passt. Und die hat 10 Euro gekostet. Die hat mich so den ganzen Dezember über begleitet, weil ich sie erst im Dezember bekommen habe. Aber ich mag sie sehr gerne und werde sie auch noch weiterhin tragen. Einige von euch wissen vielleicht, dass ich mir im Jahre 2015 so Eva-Pinsel gekauft habe. Beziehungsweise ich hatte ja vorher schon welche. Aber diese Tasche steht jetzt stellvertretend für ein ganzes Set und ich liebe es. Die Pinsel sind tagtäglich im Gebrauch und sie sind wirklich ein absoluter Favorit. Ich kann sie auf jeden Fall jedem weiterempfehlen. Sie sind nicht allzu teuer wie andere Pinsel und tun auf jeden Fall ihren Zweck und haben eine super Qualität. Einige von euch haben vielleicht mein Video von letzter Woche gesehen. Das war ein aufgebrauchtes Video und da habe ich dieses Deo gezeigt. Das ist 2015 mein absoluter Liebling gewesen, und zwar duscht das Golden Cashmere. Ich finde es toll und ich werde es mir auch immer wieder nachkaufen. Was ich nicht vergessen darf zu erwähnen, ist von Paul Mitchell Original das Seal and Shine. Das wurde wohl leider Gottes aus dem Sortiment genommen. Ich habe auch nur noch einen kleinen Rest drin, aber dieses Produkt ist einfach der Wahnsinn. Das hat mich das ganze Jahr über quasi überall, wo ich war, begleitet. Das ist ein Hitzeschutz und gleichzeitig auch so ein Glanzspray. Das macht die Haare unheimlich schön und glätzend und ich liebe es. Ich habe jetzt ein neues auch schon nachgekauft. Das heißt irgendwie Heat Seal. Ich hoffe, das kommt an dieses Produkt dran. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Favorit aus 2015. Ebenfalls in 2015 für mich entdeckt habe ich die Invisibobbles. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich vorher ohne diese Dinger leben konnte. Das ist jetzt meine zweite Packung, die ist zum Glück auch noch voll. Ich habe leider das Problem, dass ich auch die Invisibobbles leicht verliere irgendwie. Ich lege sie mal dahin, wo ich sie dann nicht wiederfinde. Das kennt vielleicht die ein oder andere von euch. Auf jeden Fall habe ich die jetzt hier in so durchsichtig. Und ich liebe diese Teile. Ich mache mir nachts da einfach locker oben einen Dutt. Die Haare gehen nicht kaputt. Es tut nicht mehr so weh am Kopf, wenn man sich irgendwie einen Pferdeschwanz macht. Und ich kann die auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich habe leider noch keine Erfahrung gemacht mit der günstigeren Variante, zum Beispiel von Evelyn. Vielleicht schaue ich mir die auch noch an. Dieses Produkt hat mich 2015 auch sehr überzeugt. Und zwar ist das von Kiko ein Lidschatten. Und zwar ist das so ein Graubraun und ich benutze den zum Konturieren. Das ist die Farbe 240 von den Infinity Eyeshadows und ich finde den mega, weil man einfach eine leichte, schöne Kontur hinkriegt. Die sind super gut pigmentiert, man braucht also nicht viel Farben, man kann sie super verblenden und es gibt einfach nur einen leichten Schatten und man sieht nicht aus, als hätte man irgendwie Dreck im Gesicht. Dieses Produkt hat 2015 auch mein Herz erobert, und zwar ist es der Prime & Fine Pore Refining Anti-Shine Base. Die ist mattifying, das ist wie gesagt ein Primer und ich benutze den immer, wenn ich ein Full Face trage, also immer, wenn ich komplett Make-up trage. Das hält und hält und hält, besonders in Verbindung dann natürlich nochmal mit einem Setting Spray, da komme ich aber gleich noch drauf zurück. Ich habe mir 2015 auch neues Make-up angeschafft, und zwar ist das einmal von Manhattan die Easy Match, und zwar in der Farbe Soft Postule 30 und dazu der passende Concealer in der Farbe Au Naturel. Die sind jetzt auch schon ziemlich, haben schon ziemlich gelitten, die Verpackung. Das ist auch schon fast leer und der hat auch nicht mehr viel drin. Die werde ich mir auf jeden Fall bald nachkaufen, aber ich habe das halbe Jahr 2015 nur diese Produkte verwendet und ich liebe sie. Es hält, es hat eine super Deckkraft, besonders weil ich eine Mischhaut habe. Es wird nicht trocken, es zerläuft aber auch nicht. Und in Verbindung mit dem Primer und, finde ich super und absolute Favoriten, obwohl ich vorher MAC Make-up benutzt habe. Und zum Verblenden dieser Produkte der Beauty Blender. Ich habe auch den von Real Techniques, ich habe auch den von Evelyn, aber keiner kommt an den originalen Beauty Blender ran. Ich finde, der ist einfach a
am leichtesten, am fluffigsten, nicht so fest und doch irgendwie nicht zu weich. Der macht einfach das Ergebnis wunderschön. Auch in 2015 hat mich von NYX dieses Produkt begeistert. Und zwar ist das so ein Loose Powder. Und ich habe vorher noch kein Loose Powder gehabt. Das war mein erstes. Und seither benutze ich es jeden Tag. Einfach um meinen Concealer und mein Make-up zu setten. Es verfälscht die Farbe nicht. Es riecht nicht irgendwie schlecht. Und vor allem creased es nicht. Mein absoluter Lieblingsblush in 2015 war dieser hier von MAC, und zwar ist das Peaches. Ich habe ihn gefühlt jeden Tag getragen, vielleicht mal ein, zwei andere, aber das ist mein absoluter Favorit. Er gibt nicht zu viel Farbe ab, er wirkt frisch, den habe ich jetzt gerade auch drauf. Er wirkt nicht zu aufgemalt, nicht zu angemalt, und das liebe ich so sehr an ihm. Na? Na? Wer kennt sie? Die Mary Lou. Sie war im Angebot bei Douglas und ich habe sie auch endlich. Und jeder, der sie hat oder gerne haben möchte, weiß wieso. Absoluter Lieblingshighlighter. Ich habe mich 2015 auch erst so ein bisschen an Highlighter rangetraut und ich liebe sie. Vielleicht habt ihr es auch schon in meinen anderen Videos gesehen, wie zum Beispiel in meinem Weihnachtsvlog. Ich liebe sie. Ich liebe den Highlighter. Es ist ein wunderschöner Glow. Es ist nicht zu doll und man kann ihn super verblenden. Und auch wirklich gut für Anfänger geeignet. Jetzt kommen wir noch zu ein paar Augen- und Augenbrauenprodukten. Und zwar einmal diese beiden Mascaras. In der Kombination haben sie mich die letzten Wochen und Monate total gut begleitet. Und zwar einmal die Colossal Glow Extreme Volume Express Waterproof von Maybelline. Und dazu dann, beziehungsweise darüber, gebe ich dann die Lash Princess von Essence. Weil diese Mascara macht schön Volumen und trennt die Wimpern schön. Und die hier färbt es einfach nochmal ein bisschen schwärzer nach und gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen mehr Power. Absolute Favoriten und eine absolute Empfehlung wert. Er ist zwar klein, aber oho, sagt man ja so schön. Er hat mich das ganze Jahr über begleitet. Und zwar von P2, die Perfect Base, Perfect Eye Base. Und ja, es ist schon etwas raus. Sie wird wahrscheinlich noch ewig halten, weil man ja immer nur ein ganz bisschen benutzt. Aber der Lidschatten hält besser, er sieht top aus. Und ich bin begeistert, absoluter Favorit. Und natürlich super günstig. Zum Ende des Jahres 2015 habe ich dann noch dieses Produkt für mich entdeckt, in Verbindung mit diesem hier. Und zwar ist es von Essence Eyebrow Stylist Set in der Farbe Blonde Style 02 Naturell. Und dazu dann von P2 der Eyebrow Styling Gel in der Farbe 010 Light. Ich finde sie einfach toll in der Kombination. Hiermit male ich die ein bisschen nach, die Augenbrauen. Mit dem gebe ich dann nochmal so ein bisschen Struktur wieder drüber. Und es sieht klasse aus. Es hält lange, also für den Preis. Und wenn ihr gerade so Augenbrauenanfänger seid wie ich, ist das Produkt wirklich super. Diese Palette muss einfach wirklich mal gelobt werden. Und zwar ist das diese hier. Das ist die 120 Color Palette, 5. Edition von BH Cosmetics. Und das sind unheimlich viele Farben. Hier ist noch so eine Palette drunter und die hat mich das ganze Jahr über begleitet. Ich habe mir zwei neue Eyeshadows gekauft von Kiko und so weiter, auch in so einer großen Palette. Aber ich komme immer wieder auf diese Palette zurück, deswegen kann ich sie auch wirklich weiterempfehlen. Man sieht, sie sieht auch nicht mehr wirklich schön aus, aber ich liebe diese Palette und ich benutze sie annähernd jeden Tag. Da wir alle möchten, dass das Make-up auch lange hält, hat mich 2015 dieses Setting Spray begeistert. Es war mein erstes und es wird wahrscheinlich auch mehr oder weniger mein letztes, nicht ganz, aber mein vorletztes gewesen sein. Und zwar von Urban Decay das D-Slick Make-up Setting Spray Oil Control. Ich habe ja fettige Haut und das ist jetzt auch nur die Reisegröße. Ich werde es mir auf jeden Fall in groß noch nachkaufen. Da ist jetzt auch noch ein bisschen was drin. Einfach ein, zwei Spritzer, vielleicht auch drei übers Gesicht geben, ein bisschen trocknen lassen. Fertig. Das Make-up hält den ganzen Tag. Das ist wirklich mein fast oberer Favorit für das Jahr 2015, weil ich es einfach kennen und lieben gelernt habe. Und mein letzter Favorit aus dem Jahre 2015 ist dieser Nagellackentferner. Den kennen vielleicht einige von euch. Den gab es in einigen Boxen drin, und zwar von Elle. Den Exception Nail Polish Remover A
Aceton-Free. Der ist leider fast leer. Ich bin echt traurig. Das ist mein zweiter. Den hatte ich mir auf Kleiderkreisel nochmal nachgekauft, weil ich es bei ganz vielen anderen Nagellacken habe, dass mein Nagel sich so komisch hochgerollt angefühlt hat, wenn ich meine Nägel ablackiert habe. Ich liebe den. Ich hoffe, dass ich ihn irgendwo nochmal wiederfinde. Ich glaube, den gibt es so nämlich nicht zu kaufen. Ich kann ihn auf jeden Fall empfehlen. Und mein absoluter Lieblingsnagellackentferner überhaupt. Wenn du das hier noch siehst, hast du bis zum Ende durchgehalten. Das waren meine Jahresfavoriten 2015. Nächstes Jahr kommt natürlich das für 2016. Das wird jetzt quasi auch so eine jährliche Reihe, wie es ganz, ganz viele YouTuber machen. Ich hoffe, du hattest Spaß mit dem Video. Vielleicht konntest du dir das ein oder andere Produkt ja wiedererkennen oder vielleicht hast du ganz andere Favoriten. Schreib mir das doch gerne unten mal in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Und an dieser Stelle wünsche ich euch dann ein schönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.